Lords of Shadows Ultimate Edition. Konami. Fledermausi. Merkur. Sister. Fledermaus. Au. Arme Fledermaus. Kopfhörer erstmal anstecken. Hab ich vergessen. Klimax. Nee. Schön erwachsen bleiben, Sandron. Schön erwachsen bleiben. Weißer Bildschirm. Ah, da. Castlevania Lords of Shadow. Schon wieder Ultimate Edition. Start-Taste drücken. Endlich mal eine Taste, die wir drücken können. Genau deswegen let's play ich das Spiel auch jetzt. Weil es endlich mal eine Taste ist, die existiert. Und nicht dieser scheiß Any-Button, der jeder von mir will. Von was wollt ihr denn mit dem Any-Button? Ich kann doch nicht. Ich hab kein Any-Button. Wie soll ich denn den drücken? Ich verzweifle. Ich halte es nicht mehr aus. Nein. Ich kann einfach nicht mehr. Immer dieser Any-Button. Jedes Mal. Jedes Mal. Ich will doch nur spielen. Immer N. Hier, Start. Ach, Castlevania. Ach, Castlevania, du bist so toll. Ja. Start-Taste drücken. Famoses Gesicht. Bewege den linken Stick nach links oder rechts, bis nur zwei Masken auf dem Bildschirm zu sehen sind. Eigentlich müsste ich den so haben, aber für YouTube lasse ich es lieber so. Weil YouTube machen alles dunkel. Dieses Spiel speichert an bestimmten Stellen automatisch. Ach, was ein Dreck. Das Ding kann weg, ey. Speichert automatisch. Was soll das, ey, Iro? Was soll denn das, Chase? Bitte die Konsole nicht abschalten. Die Konsole ist aus. Ich spiele am PC. Aber okay. Während das Speichersymbol angezeigt wird. Ah, es wird gerade angezeigt. Und die Konsole ist aus. Geht jetzt die Welt unter? Nein. Und ein drittes Mal, weil es so schön war. Castlevania Lords of Shadow Ultimate Edition. Crucifix. Auf der linken Seite, ja. Und dieses schöne Buch begrüßt uns zu einem neuen Let's Play. Ein Let's Play, was ich im Voraus aufnehme, weil ich gerade so in Stimmung bin, da ich Shadowplay für mich entdeckt habe. Ach, das ist doch herrlich. Ich hoffe, alles funktioniert. Und ich will meinen PC einweihen mit diesem Let's Play. Das Let's Play wird kommen, sobald ich non-starved tot bin. Also ein paar Jahrhunderten. Vorab. Konfiguration, Grafik, erweiterte Optionen. Habe ich alles auf Max gestellt. Soweit es geht. Also, ich hoffe, das Spiel wird schön aussehen. Ja. Das Spiel wird komplett blind sein. Das ist mein erstes vollständiges Blind-Let's Play auf YouTube, soviel ich weiß. Ich kann mich zumindest an keins erinnern, was vollständig blind war. Ich glaube, nur Half-Blinds hatte ich bisher. Ich kenne von dem Spiel die ersten zwei Missionen circa. Aber die hat man nach so ein paar Minuten schon durch. Also zähle ich die nicht dazu, dass ich die wirklich kenne. Vor allem, ich habe die nur kurz angespielt, um zu schauen, ob das Spiel läuft. Ich habe sogar die Cutscenes geskippt und sonst was. Und deswegen würde ich sagen, das Spiel ist nebenbei von 2013, wie ihr rechts unten lesen könnt. Es gibt mittlerweile auch einen zweiten Teil, den werde ich vielleicht auch let's play. Mal schauen, wie mir der erste Teil gefällt. Und ich drücke erstmal auf neues Spiel. Oh, Schwierigkeit. Junker, Krieger, Ritter. Also eigentlich bin ich ja Paladin, aber nee, das erlauben die mir nicht. Und Ritter bin ich so oder so nicht. Ich hab's nicht so mit Ritterorden und so. Wisst ihr, wurde da rausgeschmissen, als ich die dritte Jungfrau aufgespießt habe. Woher sollte ich wissen, dass man nur zwei aufspießen darf? Wurde mir ja nie gesagt. Es wird immer nur gesagt, ja, halt dich an Ehrenkodex, beschützt die Frauen. Aber dass man die aufspießen darf, ja, also ob man die aufspießen darf, hat mir niemand gesagt. Also bleib ich doch lieber Krieger. A storm is coming. Mankind faces ruin and despair. The world is changing, yet hope remains in the hearts of the people. We go about our daily lives never knowing the forces that can change our destinies forever. We are oblivious, ignorant like sheep to the slaughter. This night, in the year of our Lord 1047, marks the beginning of our journey together. A journey into darkness, into madness. I watch him from the shadows. Is he the one?
He has come far already, but he will be tested, tested to the very limits of human endurance and beyond. This night he rides looking for the old gods, armed with an amulet that has led him here. Tonight he will begin his journey into oblivion. Stimmt ja, beim Ladescreen wird gelabert. Hatte ich auch geskippt, ich hatte da direkt Starttaste gedrückt. Also ich schätze mal, dass wir diese sagenhafte Person sind, über die geredet wird. Keine Ahnung. Und beim Satz ist er derjenige, musste ich auch nur einmal an Highlander denken und so. Es kann nur eingeben. Und ich drücke, oh, die famose Starttaste, oh, so schön. Start. Ich liebe dich. Nein, das geht schon zu weit. The struggle for supremacy is eternal. Inevitable. Victory is the natural objective of every creature on this world. They will kill and die for their kind to dominate. Some call this eternal struggle equilibrium, the balance between light and darkness. Sind wir hier in Dark Souls oder was? Also, am Rande gesagt. Wow. Wow. Also, beim... These are dark times. Times without hope. Men of faith claim that this is a test from God to strengthen our spirit. Perhaps this is true. Perhaps it is simply a pious lie. If it is true, darkness has come to engulf one's proud humanity, and we are witnessing the end of mankind. Ah, okay, ich dachte, wir können spielen. War schon verwundert. Woran erkennt man einen schlechten Konsolenport? An der Kantenglättung. Aber ich will ja mal nicht so sein. Ich glaube, in-game sieht es sogar besser aus. Aber ich habe in-game nicht gut genug drauf geachtet. Kruzifix. Aber wenn ich Kruzifix sage, muss ich an Asterix und Obelix denken. Shakshi. Nicht so schön, wie voll die Stimmung kann sein. Wuffi! Noch mehr Wuffis! Wuffis sehen hungrig aus. Drücke X für Direktangriffe und Y für Flächenangriffe. Drücke A, um zu springen. Kombiniere diese Aktion, um tödliche Techniken zu entfesseln. Also fordert das Spiel eigentlich sinnloses Button-Smashing schon von Anfang an. Gut zu wissen. Sinnloses Button-Smashing! Au. Okay, kein sinnloses Button-Smashing. Zuerst Direktangriffe. Scheiß Dorfbewohner, ey. Ihr macht Hundis kaputt. Ich mögen Hundis. Warum kann ich die Dorfbewohner nicht töten? Bug. Ich will die Hundis sind nicht die Feinde. Töte die blöden Dorfbewohner. Die greifen die netten Hundis an. Die Hundis haben doch noch niemandem was getan. Außer den Dorfbewohnern. Das ist ein Jungbrunnen. Wow. Ich bin doch schon jung und sexy. Wozu brauche ich denn noch einen Jungbrunnen? Damit kannst du deine Gesundheit regenerieren. Du kannst mit allen Dingen interagieren, die derart funkeln. Twilight oder was? benutze jetzt den Jungbrunnen, drücke RT, wenn du in seiner Nähe bist. Aber ich brauche noch keinen Jungbrunnen. Ich bin doch schon jung genug. Ach, egal. RT. Oh yeah. Das tut gut. Wuffi! Großes Wuffi. Ganz großes Wuffi. Oder doch, normales Wuffi. Okay, Wuffi sah größer aus als gedacht. Gefallene Feinde lassen oft Belohnungen zurück. Hol dir diese Dolche, ehe sie verschwinden. Wirf Dolche, indem du B drückst. Ich habe jetzt 5 Dolche. Super. Noch ein Wuffi. Werf. Einfach zerplatscht. Warum auch nicht? Einfach zerplatscht. Oh, ist die USK, wenn man sie mal braucht. Das ist doch nicht kinderkonform.
ja nicht so, dass das Spiel ab 18 ist oder so. Das Spiel ist nicht ab 18. Packe den Feind, drücke RT. Ich stehe hinter ihm, wie soll ich ihn packen? Warte. Beliebige Taste drücken. Aber ich habe keine beliebige Taste. Jetzt will das Spiel auch noch eine beliebige Taste. Nein, ich gehe jetzt auf. Ich habe gerade aus theatralischer Neigung meinen Kopfhörer beinahe kaputt gemacht. Ich sollte weniger theatralisch spielen. Ja, ich versuche doch nur das Display interessanter zu gestalten, wenn ich schon scheiß laber. Oh, zerstörbare Umgebung. Cool. Wenn du einen Feind tötest, erhältst du Erfahrungspunkte. Töte nun einige Feinde, um 25 Erfahrungspunkte zu erhalten. Ich kann nicht davon lesen. Ich töte doch schon Feinde, aber die nehmen keinen Schaden, diese scheiß Dorfbewohner. Voll der Endboss. Das war ein Erfahrungspunkt, okay. War verwundert, weil die vorher nicht angezeigt wurden. So, von hinten keine Ahnung, ich kann nichts sagen, ohne dass das irgendwie nach BDSM oder sonst was klingt. Du hast neue Talente im Reisetagebuch freigeschalten. Jetzt noch Rollenspielelemente. Okay, das Spiel scheint gut zu sein. Das ist ein Reisetagebuch, damit kannst du neue Kampftechniken und Fähigkeiten kaufen, dein Inventar konsultieren und nützliche Informationen über die Welt von Castlevania und ihren Bewohnern finden. Warte mal da. Einfache Aktion, Direktangriff. Ein einfacher, direkter Kettenangriff. Trifft nur Feinde, die sich direkt vor dir befinden. Und kann ich da irgendwas freischalten? RB-Gegenstände? Charaktere, Hauptcharakter Gabriel. Ah, so heißen wir. Gibt's nicht einen Erzengel, der so heißt? Ah, hier kann ich was freischalten, oder? Habe ich 25? Ah, ich habe 25. Guillotine. Halte X gedrückt, während du in der Luft bist, um in diesem Direktangriff einen Luftangriffskombo abzuschließen. Eine Kette knallt auf alle Feinde nieder, die sich in der Luft... Okay. Die knallt auf alle nieder, die sich in der Luft... Talent kaufen. Ah, in der Luft war von der Fähigkeit, die sich vor dir befinden, wenn du landest. Ah, eine gute Möglichkeit, um bodenbasierte Angriffe zu vereiteln. Und ich dachte schon, schlechte Übersetzung und so hier. Geht doch gar nicht. Wo sind kleine Gegner-Lies? Also, hier sind ganz viele Gegner-Lies, aber ich kann die nicht angreifen. Ah. Entschuldigung, Wuffies. Ich will euch nichts Böses. Ich will euch nur von eurem Leid erlösen, dass ihr mit diesen bösen, bösen Dorfbewohnern klarkommen müsst. Genau. Und jetzt mache ich ganz oft die Guillotine, weil ich sie freigeschaltet habe und mich nicht fühlen will, als ob ich meine ersten Erfahrungspunkte schon verschwendet habe. Jetzt ist die Kantenglättung plötzlich besser. Ich glaube, das lag nur an der Cutscene. Wahrscheinlich wurde die Cutscene direkt so von den Konsolen importiert. Das sind nebenbei keine flüssigen 60 FPS, deswegen lade ich das Spiel auch nicht in 60 FPS hoch, sondern nur in 30 FPS. Ja. Ich könnte es zwar in 60 FPS hochladen. Quicktime Events! Yay! Du hast den Bestiarien-Eintrag eines Charakters freigeschaltet. Das ist jetzt ein großes Wuffi. Ups, ich wollte blocken. Ich blocke doch. Ah, damit blocke ich. Ich habe aus dem... dieser Angriff ist nicht blockbar. Was? Ich habe irgendwie geschafft auszuweichen. Dabei habe ich einfach nur sinnlos in eine Richtung gedrückt. Ich drücke die ganze Zeit blocken und in eine Richtung und weiche dabei aus. Okay, gut zu wissen. Das ist also ausweichen. Dabei will ich eigentlich versuchen, wie es... Na, ich will schauen, wie es ist zu blocken. Greif mich mal an. Greif mich mal an. Ich will blocken. Ja, klar. Du greifst die Dorfbewohner an. Greif mich an. Boah, das ist ein Block. Geil. Genau, du chargst auf mich, während ich in der Luft bin. Sehr schlau von dir, Wuffy. Wuffy schon K.O.? Ah, das hat ja auch eine Bossleiste. Boss, Wuffy. Was macht Wuffy jetzt? Rufen Wuffy Verstärkung? Es ist länger her, dass ich das gespielt habe. Also ich habe es einmal normal gespielt und einmal, um zu schauen, wie die Qualität ist. Daran erinnerte ich mich noch. Ich wusste aber nicht mehr, ob noch Verstärkung kommt. Und jetzt ist, glaube ich, auch das Level vorbei, was ich ausgiebig gespielt hatte. Einmal. Und jetzt kommt ein Level, was ich nur wegen der Performance gespielt habe. Und ab da weiß ich nichts mehr. Jetzt verprügel die Dorfbewohner, Gabriel.
Genau, Gabriel. Peitschina. Who are you? I am Gabriel. I have traveled here seeking the guardian of the Lord. Oh, was eine liebe Stimme. Was you are from the order? They sent you? Yeah, Winston. How do I find him? He will find you. In the forest. Wow. Dat Angabe. Er wird dich finden im Wald. Slenderman 2.0. Ich find's schön, wie die Blitze immer so ein Netz auf seinem Gesicht hinterlassen. Und sein Pferdi ist tot. Armes Pferd. Tja, hätte es dich mal nicht mit den Wuffis angelegt. Denn Wuffis wissen, wie sie wuffen. Das belagerte Dorf, Level abgeschlossen. Schwierigkeitsgrad Mittel, Monster besiegt, niederer Lag. Mal 9, großer Warg. Mal 1. Jetzt fühle ich mich wie ein Herr der Ringe. Das Spiel vereint irgendwie sehr vieles. Du hast zurzeit 70 Erfahrungspunkte. Relikt gefunden, Silberdolch. Neues Bild freigeschaltet. Schau mal unter Extras im Hauptmenü. Ich glaube, das ist das einzige Spiel, was einfach mal sagt, schau mal unter Extras. Zum Talentfenster kann ich irgendwas freischalten oder kostet alles die Welt? Ich kann mir eine Zweitwaffe freischalten. Was ist denn das? Halte B gedrückt, um mehrere Dolche auf einmal zu werfen. Man kann maximal 5 Dolche zugleich werfen. Okay. Mission fortsetzen. Die Pferde. Das ist die Weltkarte. Du kannst bisherige Levels erneut aufsuchen, indem du den linken Stick benutzt, um die Stufe... und die Stufe mit der A-Taste auswählst. Stufe. I follow him into the old forest, watching him from afar. He is strong indeed. The one God comes to drive out the many, but here, in this place, God's influence is thin and threadbare. The old God still holds sway here. Few venture this far into the wood. He is disturbed by dreams, dreams that gnaw at his very soul. He will rest for the night, but rest will not come easy. The battle has left him weakened, but he knows the dream will return, and though he fears nothing on this earth, yet his nightmares sap the strength within him and leave a cold grip on his heart. Tomorrow he will use the old hunting path. Long has it been in disuse, but for now he dreams. Ja, ich werde eigentlich versuchen, immer so 15 bis 20 Minuten Part zu haben, aber den ersten Part will ich 30 Minuten haben, deswegen machen wir das Level hier noch. What motivates a man to confront the challenges that most of us would run from? Condemning him to solitude, exposing him to defeat and death. The answer is love, a force so powerful that all reason becomes blind to it, blind to all things, even the truth. Sagte doch Twilight. Loss of love can make a man desperate. Desperate enough to do anything to bury the truth, to hide from its pain. Was sagt Mordors Schatten? Okay, Mordors Schatten kam danach. Wollen wir mal fair bleiben. Noch mehr Wuffies. I hear you seek the guardian of the lake. I will take you to him, but we must be quick. Climb onto my back. Hurry! Weniger Pilze futtern, Kumpel. Viel weniger Pilze futtern. Tja. Wuffis reiten auf Wuffis. Okay. Seems legit. Pferde reiten. Ich hoffe, sie meinen das... egal, ich bringe mal keine doppeldeutigen Witze. Angriffe, drücke X, um die Waage anzugreifen, drücke Y, um die Lykanthrop...
Lykanthropenreiter anzugreifen. Bei beiden Attacken kannst du mit dem linken Stick nach links oder rechts zielen. Ausweichen, halte LT gedrückt und drücke den linken Stick zur Seite, um den Angriffen der Lykaner auszuweichen. Okay, Buch schließen. Okay, also ich kann so ausweichen. Und so greife ich die an. Und so weiche ich aus. Okay. Was muss ich drücken? Irgendeine Taste. Okay. Okay, so kann ich beide Reiter angreifen. Eigentlich wäre das... Oh. Die laufen ja weiter, auch wenn der Reiter tot ist. Gut zu wissen. Sterbt! Drücke RT, um auf einen Wagen zu springen. Ich? Ich? Hat ihn gerade mit dem Kruzifix erstochen. Okay. Au. Und die Frisur sitzt. Versuche synchron im Angriff des Feindes zu blocken. Ja, ich weiche immer aus Versehen auf Sorry-Spiel. Ich bin halt zu gut. Ah, ich hab wieder Dolche. Kommt, meine kleinen Freunde. Ich zerplatsche euch. Zerplatsch. Und sie lassen wieder Dolche fallen. Die Dolche sind ein bisschen OP. Die one-hitten die einfach mal. Und ich kriege die Dolche immer wieder. Also, irgendwie... Vor allem, der zielt ja auch automatisch auf die. Ich hab irgendwie... Ah, den nicht ganz. Block. Drücke jetzt mehrmals X. Ich drücke ganz oft X. X, 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 X. Oder ich mache den. Ja, okay, die Dinger sind schnell. Und wenn es mehrere sind, sollte ich lieber nicht auf die Dolche vertrauen, sondern auf die pure Muskelkraft. Wurde mein Leben außerdem vom vorigen Level nicht aufgefüllt? Weil irgendwie war das gerade halb leer. Oder wurde ich beim Reiten so oft getroffen? Hab gar nicht mal drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Ja, der zerplatscht natürlich nicht. Macht es nicht eigentlich mehr Sinn, immer die Wags anzugreifen? Weil, wenn der Wag stirbt, dann fällt doch auch der Reiter runter. Eben. Also, was bringt es die... Ah, okay, stimmt. Man kann ja von beiden Seiten die Reiter angreifen. Wahrscheinlich deswegen. Aber irgendwie... Au. Nimm das, du Lykanthrop. Den Namen cool, Lykanthrop. Aber das Pferd irritiert mich immer noch. Au. Danke. Au. Und wieder, die Frisur sitzt. Okay, da sind ein paar viele Wuffis für meinen Geschmack. Kann ich auch den Großen eigentlich mit dem Dolch angreifen? Ja, aber ich treffe zuerst den Lykanthropen. Okay, der zielt... Oh, ups. XXXXXX. Ich habe gerade einen Warg gebitch-slapped. Okay, ich liebe dieses Spiel. Aber das Spiel scheint mir bis jetzt echt cool. Oh, ich kann da mein Leben auffüllen, sehe ich gerade. Warte kurz, ich muss mich verjüngen. Und das füllt sogar mein Leben komplett auf. Okay, vielleicht hätten wir doch den schwierigsten Schwierigkeitsgrad wählen sollen. Weil gerade kommt mir das Spiel noch ziemlich einfach vor, aber okay, es ist noch der Anfang. Kann daran liegen. Und ich glaube, das Spiel ist auch ziemlich linear. Ich finde aber, die Wassertropfen sehen richtig gut aus. Auf dem Bildschirm. Also die haben die richtig gut hingekriegt. Ich muss wirklich mir verkneifen. I can travel no further. You will find what you seek ahead. Okay. Slow motion.
Und wir wandern, wandern, wandern. Ach, was eine fröhliche Wanderung. Was eine fröhliche Wanderung. Neue Kombos verfügbar. Magiestein 0 von 1. Magiestein? Wo gast da Magiestein? Ich bin ein paar Mal runtergefallen, vielleicht konnte man da irgendwas kaputt machen, was vor allem ist ein Magiestein. Neue Talente freigeschaltet. Einfache Aktion. Synchronblock. Gerade rechtzeitig. Wenn das Timing stimmt, wird der Feind für einige Augenblicke betäubt. Okay. Trampeltechnik. In der Luft. LT und A. Wird da ähnelt dem Ausweichen, wird aber in der Luft ausgeführt. Ein gutes Abwehrmanöver für den Fall, dass Feind dich in der Luft angreift. Die Landung auf dem Boden kann kleinere Feinde in der Nähe wegschleudern. Okay. Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte dienen als Indikator der Entwicklungsstand deiner Talente. Man verdient Punkte, indem man Feinde besiegt und Rätsel löst. Okay. Ich kann die Guillotine noch upgraden. Okay, gut zu wissen. Was ist eine Schleuderkette? Halt Y gedrückt, während du in der Luft bist, um mit diesem Flächenangriff ein Luftangriffskombo abzuschließen. Eine Kette wirbelt herum und trifft alle Feinde in deiner Nähe, wenn du landest. Für mich sieht es aber eher aus, dass du alles in der Luft trifft. Naja, ich kaufe das mal, oder? Ja, komm. Sieht nach einem ganz praktischen Talent aus. Was kommt als nächstes? Flächengegenschlag. Gleich nachdem du synchron geblockt hast, kannst du einen verheerenden Gegenangriff mit Flächenanwirkung fesseln, der Feinde in deiner Umgebung trifft. Das werden wir schon mal nicht leveln, weil ich glaube, ich werde nie eine perfekte Abwehr schaffen. Zweitwaffe. Vielleicht hätten wir auch die Dolchwelle kaufen sollen. Aber Dolchwelle, momentan scheint das nicht so. Reittier, Pferde reiten. Okay. Ja, Leute. Das war's mit dem Part. Ich hoffe, euch gefällt's. Mir auf jeden Fall. Und ich hoffe, ja, ich finde es nicht so schlimm, dass ich im ersten Part so viel die Stimmung zerstört habe. Ich versuche, das eher weniger zu machen demnächst oder so. Auf Wiedersehen, euer Sanderon.